Vor langer Zeit, im Nebel der Geschichte, lebte eine hochgeborene Dame namens Uta im Herzen Deutschlands. Ihre Gestalt ist zu einer Ikone der Kunstgeschichte geworden. Vergleichbar der ägyptischen Nofretete oder Leonardos Mona Lisa findet Uta seit Jahrhunderten Bewunderer. Dies ist die Geschichte der Uta von Naumburg. Und nicht zuletzt ist es auch eine Geschichte der Schönheit. Hier betrat Karl der Große unsere Szene und führte einen 30-jährigen Feldzug, um das Frankenreich nach Osten zu erweitern. Er wollte die auf beiden Saaleufern ansässigen Stämme der Sachsen und Slawen zum Christentum bekehren. Die Dörfer in der Region sind ein wunderbares Zeugnis für das friedliche Zusammenleben zwischen neuen Siedlern und alteingesessenen Slawen, die viel voneinander lernten. Die Slawen hatten eine gut befestigte Form von Siedlungen. Sie legten auch stachelige Hecken und Gräben um ihre Dörfer an. Die Dorfform der Slawen blieb erhalten, wurde jedoch um Kirchen, Brunnen und Teiche in der Dorfmitte ergänzt. Zusammen mit den Siedlern kamen auch Ritter und Adlige in das Flusstal, die viele Befestigungen entlang der Flüsse anlegten und auch die Städte Naumburg und Freiburg gründeten. Weil die Grenzverteidigung eine so wichtige Aufgabe war, konnten sie zu Fürsten des Reiches werden und repräsentative Burgen errichten, die bis heute die Silhouette der Landschaft prägen. Als Uta in ihren 20ern war, brachten es diese Adelsgeschlechter fertig, dass ein Bischofssitz nach Naumburg verlegt wurde und der Bau einer ersten Kathedrale begann. Sie sollte den Anspruch der Adelshäuser in der Region unterstreichen und natürlich der Mission dienen. Die Kathedrale sollte den Heiden im Umland so fremd und überirdisch schön erscheinen, dass sie alle in Erstaunen und Bewunderung verfallen und umgehend gute Christen würden. Neben dem Bischofssitz entstanden im Flusstal auch etliche Klöster, von denen das berühmteste das Zisterzienserkloster Pforte ist. Die Mönche im Pforte erwarben sich Verdienste um die Bildung, brachten neue Technologien und Wirtschaftsformen mit und wurden zum Motor des Wohlstandes der Region. Sie waren es auch, die begannen, den Wein bis auf die Steilhänge der Flusstäler anzubauen. Natürlich legten auch sie Wert auf Schönheit. Die Kirche ihres Klosters wetteiferte mit der Kathedrale um die größere Pracht. Der Hochadel rings um Naumburg war Auftraggeber und Mäzen für viele Künste. Vor allem die Neuenburg war ein kreativer Leuchtturm und ein Vorbild für die ritterlichen Höfe nah und fern. Hier wurde die erste deutsche Prosa verfasst und die ersten deutschen Gedichte gesungen. Um ihren Reichtum und ihre Macht in der neuen Kathedrale zu zeigen, spendeten diese Adelsfamilien riesige Summen Geldes für die Erbauung des Naumburger Westchores. Und so kam eine Bauhütte in die Stadt, die von einem genialen Bildhauer geleitet wurde, der nach seinem Hauptwerk der Naumburger Meister genannt wird. Er schuf im 13. Jahrhundert 12 lebensgroße Figuren der Stifter des Domes. Zu ihnen gehören die geheimnisvolle Markgräfin Uta und ihr machtbewusster Ehemann Eckhard, die stets lächelnde Königstochter Reglindis aus Polen und der schmerzverzerrte Graf Sützow, auf Heil hoffend und um Fürbitte anhaltend. Diese Figuren sind untrennbar verbunden mit der sie umgebenden Architektur und erfüllen sogar statische Funktionen als tragende Säulen der Kirche. Nachdem dieses Meisterstück vollendet und die Kathedrale fertiggestellt war, geriet die Landschaft an Saale und Unstrut allmählich in Vergessenheit und sollte für die folgenden Jahrhunderte im Schatten der Geschichte liegen. Kaum von Zerstörungen betroffen und fast unberührt von der Industrie, ist die Welt Utas, das Zeitalter des Hochmittelalters, bis heute prägend für die Täler von Saale und Unstrut geblieben. Keine andere Region bietet einen vergleichbaren Einblick in die reiche und vielfältige Kultur dieser Ära. Die Menschen an Saale und Unstrut wollen dieses einzigartige Vermächtnis mit der Welt teilen und nominieren es deshalb für das UNESCO-Welterbe im Jahr 2017.